herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe Le Tour de France mit und von Zalando 7 Games. Wir haben in dieser 13. Etappe eine reine kurze Bergetappe, könnte man das so nennen. Insgesamt sind es nur 100 Kilometer, aber mit zwei Bergen der ersten Kategorie nach Volks, wie auch immer. Und ja, wie ihr es hier jetzt auch sehen könnt, zwei Berge oder insgesamt drei, einen der zweiten, zwei der ersten. Und ja, am Ende ist es keine Bergankunft, sondern eine längere Abfahrt mit einer Sprintankunft. Also ich habe mir überlegt, vor dem letzten Berg, da gibt es so eine Verengung, da dann angreifen mit Maika und dann den Berg runterrasen und hoffen irgendwie vielleicht die Etappe zu gewinnen oder vor allem ein bisschen Zeit rauszufahren. Mal schauen, ob es klappen wird. Wir starten jetzt einfach mal rein und ja, versuchen, falls es eine Ausreißergruppe gibt, direkt mit Konrad mit dabei sein, denn wir müssen jetzt auf jeden Fall mit Konrad die Punkte holen bei den beiden oder bei den drei Bergen. Und deswegen werden wir da direkt schon mit dabei sein in der Ausreißergruppe, die sich mit Sicherheit auch aufbauen wird. Also da werden wir jetzt diesmal nicht zögern. So, beenden Sie die Etappe unter den ersten 20. Oh, König, keine gute Tagesform. Buchmann, weißes Trikot verteidigen. Ziehen Sie 7 Punkte mit Konrad, verteidigen Sie das Grüne. Keiner eine gute Form. Alle müde, alle traurig oder was hier? Mensch, du. Ja, wir starten mit Konrad. Hello and welcome to all. Weil wir natürlich hier direkt den Ausreißversuch mitgehen werden und uns nicht wie in der letzten Folge von Formolo hier, hätte schon fast gesagt, vorführen lassen. Ja, einfach an Formolo dranbleiben, das war eine gute Taktik. Das ist eine gute Taktik, glaube ich. Na. Mal schauen, wer nach vorne gehen wird. Oh. Hänge ich fest, da wollte ich nach rechts und da hänge ich fest. Mann, nee. Warte, Junge, lass mich an deinem Rad. Ach, warte doch noch kurz, lass mich an deinem Rad, Junge. Nett, Alter. Okay, das ist gut. Formolo ist nicht dabei, Leute. Wir müssen jetzt rausfahren. Komm, gib Gas. Kommt, Leute. Toni Martin ist auch mit dabei. Sehr gut. He's a pure climber. Able to follow the very best when he's in shape. You've got 1:30 over the peloton. It turned out to be a good move. Jawohl. Das sieht wirklich aus, als hätte jetzt hier mal richtig gut geklappt, dieser Ausgleichsversuch. Wir haben hier einen Tempomacher mit Martin, dann noch gute Bergleute mit dabei. Ja, Bennett zeigt das an. Lasst uns den Kreisel machen, Leute. Lasst uns den Kreisel machen. Dann ziehe ich jetzt mal. Ja, Leute, komm, komm. Wir müssen nach vorne. Whether on mountain stages or on hills, he's to be taken seriously as he climbs well. Mensch. Na, jetzt hat man rausgesprungen. Cummings. Ja,
others are fed up because you're not making enough effort. They'll no doubt try and drop you. The first rider in the intermediate sprint will earn 20 points towards the green jersey. Zwei Minuten Vorsprung, das ist okay. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. So, wir lassen jetzt ein kleines Stückchen arbeiten bis zur Sprintwertung. Tony Martin is one of the best rulers in the world. He has notably been world time trial champion. Ah, Cummings ist jetzt auch nochmal dran gekommen. His powerful style has earned him the nickname of Panzer. Wechseln wir mal auf Sagan, denn da interessiert uns natürlich der Zwischensprint. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. Formulo, hä? Was machst du hier in der Gruppe? Vorne holen sich die Leute die Bergpunkte. Hier vorne anscheinend die Sprintpunkte. Mann, was geht denn der so früh hier raus hier? War doch nicht klug, Junge. Wegen Kolb. Das war doch viel zu früh. Guck mal, ganz easy. Komm ich an dir vorbei. Wow. War noch knapp. Das war noch knapp am Ende. Wegen Kolb hier. War doch nie sowas. So. Können wir jetzt ja, ein Stückchen vorspulen, aber erstmal den Fahrer wechseln. Ah, Konrad, Alter. Ist ja anstrengend, was die da machen. Der hat ja nicht mehr viel Power. Mensch, du. Wir wollen natürlich Zeit rausfahren, was für mich nicht so wichtig ist. Für mich ist sehr wichtig, dass er noch genügend Power hat gleich für den für die Bergankunft hier. Und wir wollen die 5 Punkte auf jeden Fall holen. Aber jetzt sieht's gut aus. Jetzt erholen wir uns ein bisschen. Wir machen nicht zu viel Tempo. 3 Minuten 40 ist ein guter Vorsprung. Oh, da ist ein Briten-Fan oder ein Brite für Cummings. Ich The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Ja, die 5 Punkte holen wir uns jetzt hier auf jeden Fall. Lassen wir uns nicht lumpen. Ja gut. You were first over the top of the climb. That's good. Warte ich hier erstmal auf die anderen hier schön ruhig. Abrollen lassen. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Können wir wieder ein bisschen vorspulen. 5 Kilometer. When going downhill, the aerodynamic position is useful to increase speed without expending energy. So, ja, Bodner ist wieder. Ach, Bodner, Junge. Aber wieso machst du? Ja, sind wir ganz gut dabei. Energie ist auch gut. Sieht alles gut aus. Da sollten wir uns die Punkte wahrscheinlich aussichern können. Sehr, sehr nice. Spulen wir noch ein kleines Stück nach vorne. Ist auf 3 Kilometer.
Ja, 6,5 Minuten, das ist sehr gut. So, 2,4 Kilometer noch. Fitness ist da, sieht alles sehr, sehr gut aus. Und wir hoffen, dass nicht wieder welche da. Oder dass die Leute sich wieder so schön zurückhalten. sechs Kilometer noch. Nach der Rechtskurve kann man wahrscheinlich schön attackieren. Wo geht's denn danach? Links hoch oder wie? Ja, geil. Das nutzen wir jetzt aus. Ah, okay. Die lassen mich locker die Bergpunkte holen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wieder 10 Punkte für mich. Nehme ich doch gerne mit. Ja, wo seid ihr? Da seid ihr? Okay, dann können wir wieder vorspulen. Beziehungsweise erstmal gucken, wie es bei den anderen aussieht. Sieht doch alles ganz okay aus. Bis auf halt Bodnar, der ist fertig mit der Welt. Aber der Rest sieht ja eigentlich ganz gut aus. Können wir jetzt hier nochmal ein Stück nach vorne spulen. Die Abfahrt können wir überspringen sozusagen. Können dann direkt bis zur Verengung fahren. Oh, Formulo ist rausgesprungen. Mit drei Leuten. Morabito und Golapin. Die dürfen wir auf keinen Fall mehr dran lassen, aber sollte nicht passieren. Da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, ob er sich schon Punkte geholt hat hier. Darauf habe ich jetzt nicht, aber ich glaube, die ersten 5 bekommen nur bei einer 1er-Kategorie. Naja, wir werden es erfahren. Jetzt geben sie aber auch ihr Gas hier. Mensch, Mensch, Mensch. Toni. Wir aufpassen hier. Jetzt geht's hier drunter und drüber. Toni Martin, Daniel Martin attackiert hier auch. Da müssen wir aufpassen. Ja, sieht noch gut aus. Das ist natürlich das Schlimme. Hier vorne können wir vielleicht sogar den Etappensieg holen. Aber hinten wollen wir auch mit Maika ein bisschen was rausholen. Wir können nicht zwei gleichzeitig hier steuern. Was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir denn? Was ist denn die richtige Entscheidung? So, noch 4 Kilometer bis nach oben. Bardet springt jetzt auch nochmal raus. Wir versuchen es trotzdem dann oben. Ich glaube, das Peloton ist jetzt sowieso auf der Abfahrt. Das heißt, wenn wir hier oben sind, könnte es klappen, dass wir dann direkt auf Maika schalten und dann mit Maika die Attacke forcieren könnten. Das sollte vielleicht funktionieren. Wir sind in der Gruppe Bardet unterwegs. Chavez, Daniel Martin, Bardet, Aru. Okay. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Energie uns
zuführen. Ja, für den Sprint, sage ich mal hier. Bergwertung hier, jedenfalls noch gut frisch dabei sind und uns da auf jeden Fall auch nochmal die 10 Punkte holen können. Na, das sollte unser Ziel sein. Formula wird sich wahrscheinlich den einen Punkt dann noch sichern. Aber wenn wir die 10 Punkte holen, dann haben wir 25 Punkte geholt und Formula nur ein. Dann sind wir wieder richtig, richtig nah dran. Aber erstmal müssen wir hier die Punkte holen, denn die geben hier ja richtig Gas. Alter Falter. Leute, beruhigt euch mal. Ist ja nicht normal, was ihr hier macht. Komm, gebt ihr alles. Hinten wird wohl schon stark attackiert. Na komm. Oh, das wird eng. Oh, zieht der da durch? Was für ein Tempo der da durchzieht, Toni Martin. Mann, 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 mach du mal langsamer. Das ist zu schnell für mich. Kommt schon, Jungs. Oh, das ist doch zu schnell für mich. Toni, tu mir das nicht an, Junge. Kann dieses Tempo nicht mithalten von dir. Noch ein Cummings dranhängen. Boah, ist das anstrengend. Versuchen es jetzt einfach. Das sollte funktionieren, das sollte funktionieren. Ja, boah, war das ein Kampf. Jetzt direkt weiterleiten, weiter gucken, wo sind die anderen? Buchmann, Maika, was ist denn los mit euch? Nein, ich habe vergessen, dem blaues Gel zu geben. Fuck. Fuck. Nehmt doch blaues Gel, Leute. König auch, oh, blaues Gel, Sagan. Blaues Gel, Junge. Bart, no, Barter, blaues Gel. Bodner, kein blaues Gel mehr, das ist einfach platt. Scheiße. Hab ich voll vercheckt. Müssen wir noch auf Maika wechseln? Dann ihr blaues Gelbuch, Mann. Warte, Buchmann, 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 Buchmann. Ach, König. Nein, ich wollte nicht auf König wechseln. Ich wollte auf Maika bleiben. Da war das König hier. Dem Maika hochfährt. Komm. Jetzt ziehen wir hoch hier, König. Komm, Maika ist noch gut drauf. Sieht gut aus.
Formolo holen wir uns hier auch noch. Das heißt, es gibt keine Punkte für ihn. Okay. Kann ich. Na, komm. So, jetzt Buchmann. Hat auch nichts mehr. Kann auch nicht mehr schützen. Okay, I'll protect him. Und jetzt die Abfahrt, komm mal. You seem to be running on empty. Lift your foot if you don't want to blow up. Was ist denn das für eine Abfahrt, Leute? Vorbei. His team is riding for the overall standings. The front of the race will struggle to widen the gap. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. Jetzt muss ich einmal den Überblick hier bekommen. Also, wir haben ganz vorne Konrad. Der sieht auch noch gut aus, da müssen wir gleich am Ende nochmal reinschalten. Dann haben wir hier Buchmann 4,51, dann sind wir mit 5,58, eine halbe Minute und vor Martin, das ist sehr gut. Hier ist Port, Froome und Dumoulin. Okay, das ist die absolute Spitzengruppe, das sind die Ausreißer, sonst ist nur noch Quintana. Und dann halt die Gruppe mit Buchmann. Buchmann sieht da sehr, sehr gut aus. So, Maika muss sich jetzt hier in dem Teilstück auch noch ein bisschen erholen. König ist auch noch ganz gut dabei. Gut, dann bleiben wir jetzt hier am Rad von Nibali. Versuchen wir uns hier bestmöglich zu erholen. Sekunden Rückstand. Müssen wir gleich auf Konrad wechseln. Haben wir am besten jetzt schon. Maika wird sich da schon halten können. Jetzt schauen wir mal, was wir noch mit Konrad erreichen können. Wir gehen noch zu dritt mit Cummings und Tony Martin. Also ich glaube, Tony Martin ist der beste oder der größte Favorit. Die Frage ist natürlich, wie Tony Martin und wie viel Kraft er noch hat. Nach 6 Kilometer. His teammates have a handle on things for the overall standings. It will be difficult to increase the gap. Another 5 kilometers and we'll know the name of the winner of the stage. Oh, Cummings zieht jetzt an. Versuchen dran zu bleiben. Only 3 kilometers left and it will surely require a sprint to sort out a winner from among the lead riders.
sieht's aus. Formula, jawohl. Maika ist drangekommen mit Buchmann. Nein! Oh, was für ein Kampf! Oh, krass. Aber Toni Martin war klar, der ist so stark. Boah, aber schön. Hat Spaß gemacht. Wie sieht's da aus? So. König ist mit Pinot unterwegs. Okay. Botenmaika müsste mit Buchmann unterwegs sein. Genau. Und dann wechseln wir jetzt zu Maika. Und sagen hier Buchmann. Maika schützen. Jetzt gib mal Gas hier. Ja, Junge, musst du doch Gas geben. Sie doch nicht da wegfahren lassen. His team is riding for the overall standings. The front of the race will struggle to widen the gap. Und jetzt nochmal hier Gas geben. Ach, verdammt. Aber egal, wir sind in der großen Gruppe mit angekommen. Das war wichtig, das haben wir geschafft. Wir haben nicht viel Zeit verloren. Haben vielleicht noch auf ein paar Leute hier ein bisschen Zeit gut gemacht. Ja, den Rest können wir jetzt so auch abschließen. Eine ganz akzeptable Etappe, ja, was heißt Aktion? Eigentlich super Etappe. Bergwertungen haben wir alle gewonnen. Mit Konrad fast noch den Sieg geholt. Ganz knapp mussten wir uns dann Toni Martin geschlagen geben. Aber klar, er als Zeitfahrspezialist hat einfach auch die Schnelligkeit dann am Ende noch vorne zu bleiben. Schade drum. Das war knapp auf jeden Fall das Ziel. Und ja, wir haben das grüne Trikot verteidigt, wir haben das weiße Trikot verteidigt, wir sind in der großen Gruppe der besten Fahrer mit angekommen Ziel, haben dort wenig Zeit verloren, von daher alles super in allen. Schauen wir uns das an. Ja, Konrad auf Platz 2, leider ganz knapp hinter Martin, dann Cummings, dann Bennett und Sikan, dann mit etwas mehr Abstand schon Christopher Froome. Vor Dumoulin, Bardet, Port, Quintana, Maika, Contador, Nibali, Galopin, Formolo und Buchmann. Also die wurden dann alle mit derselben Zeit gewertet. Das Schöne ist für Buchmann, ich sehe hier keinen Yates. Da ist er, eine Minute hat er verloren. Daniel Martin hat auch eine Minute verloren. Das ist sehr, sehr gut. Also das hat sich auf jeden Fall, die Etappe hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt. Auf jeden Fall hier auch 25 Punkte. Formolo hat nicht mal einen Punkt geholt, da hat er noch nicht mal den geschafft, den einen, dann hat Morabito sich den geschnappt. Geil, haben wir richtig aufgeholt. Weiße Trikot, sehen wir Formolo mit Buchmann zusammen, aber Yates hat eine Minute verloren und Jung gilt auch nochmal 3,57, also der ist auch jetzt komplett raus. Wir müssen dort jetzt einen riesen Vorsprung haben. Ja, wir haben vom Team her richtig stark. 8 Minuten gut gemacht auf Katusha und auf Sky 10 Minuten. Das heißt, wir müssen jetzt in der Teamwertung auch ganz vorne sein. Das Team Boda, Hans Grohe. Und ja. Hier nochmal Konrad Kampfgeist wieder bekommen. Sehr nice. Damit haben wir jetzt die Gesamtwertung. Maika auf Platz 9. Wir haben Daniel Martin überholt. So wie ich es gehofft habe. Port immer nach vorne. Dumoulin auf Doom. Nibali, Quintana, Bardet hat Pinot überholt. Contador, Maika hat Martin überholt. Buchmann ist auch nochmal einen Platz nach vorne gegangen. Sehr nice. Oh, Bennett hat richtig gut gemacht, dadurch, dass er 5 Minuten Vorsprung geholt hat. Auch nice. Contador hat dadurch auch jetzt auf Platz 30. Also auch nicht schlecht. Aber richtig nice. Buchmann jetzt schon auf 13. Überragend. Maika auf Platz 9, sehr, sehr nice. Die Bergwertung sind wir jetzt auf 7 Punkte dran. Auch super Erfolg. Das heißt, da sind wir auch nicht mehr weiter weg. Grün sieht sicher aus. Und vor allem hier das weiße Trikot. 3 Minuten 19. Also wenn wir jetzt keinen riesen Einbruch mehr bekommen, sollten wir das weiße Trikot bis nach Paris bringen.
Und dann mit dem weißen und grünen Trikot gleich zwei Trikots geholt zu haben, das wäre ein Riesenerfolg für das Team. So, wie sieht es mit der Regeneration aus? Ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Bis auf bei Bodner, der ist schon total fertig. Bei dem geht gar nichts mehr. Aber den anderen ist das eigentlich ganz okay. Ganz okay sieht das aus. So, damit sind wir fertig mit der 13. Etappe. Haben hier eine sehr, sehr erfolgreiche Etappe. Fast einen Sieg geholt in der Ausreißergruppe. Viele Punkte fürs Bergtrikot geholt. Viel Zeit gemacht im Gesamtklassement, ein Platz nach vorne gekommen mit Maika, im weißen Trikot, riesen Vorsprung ausgebaut. Allen eine sehr, sehr erfolgreiche Folge. Wenn euch diese erfolgreiche Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Da geht es nämlich zur 14. Etappe. Bis dann. Tschüss.